Das ist ganz die Mama. Jetzt ja gemacht. Guten Morgen. Kann sie gar nicht fassen, dass das bei ihr aus dem Popo kam. So ganz laut ist alle geweckt hier im Ort. Mit dem Furzen. Das Dorf ist wach. Guten Morgen. Süße Maus. Hallo. Etty ist hier. Was ist hier? Was ist los? Oh Baby, was ist los? Alle noch müde. Wie spät haben wir? 6 Uhr und 5. Also nicht irgendwas bis früh. 6. Also noch nicht 7. Wir wollen heute nach Fonja zum Hundestrand. Was? Genau. Das, deswegen sind wir so früh wach. Nein, wir sind sowieso immer früh wach. Ich will gucken, so, was du da erzählst. Ja. Wir sind immer früh wach, aber deswegen müssen wir uns heute ein bisschen beeilen. Wir wollen da ganz früh hin, dass wir einen Parkplatz bekommen und einen schönen Liegeplatz vor die ganze Familie. Ness Murphy? Ja, das Ness Murphy hat uns heute Kaffee ans Bett gebracht. Ja, und ein bisschen Barf drin. Alles gut? Was ist los? Die freut sich noch sehr fressen, gleich sagt er. Nee, gar nicht. Dieses Barf von Fresco, das gleich wieder, was wir geholt haben, das hat er erst voll gerne gegessen. Naja. Ja, er hat es gut gegessen. Nach 2-3 Tagen fingen dann die komischen Furzis an, aber richtig übel. Boah, da kippt man fast um. Und auch die Haufen haben sich ganz stark von ihm verändert. Ja, und jetzt mit langen Zähne. Ist er das? Nicht so wirklich. Mal wieder im Zimmer rein bei ihm. Im Zimmer rein? Achso, ja, ja. Gleich muss man nicht Veränderung. Veränderung. Mal gucken, was draußen so abgeht. Ja, geht er raus? Gut, dann gehe ich jetzt direkt duschen. Die geht auch ein bisschen rein, das kann nicht stimmen. Ajo! Die ist so süß, wenn die so verbimmelt ist. Und ja, bis gleich. Wir packen alles ein. Wir packen alles ein. Ja. Ja? Wir haben so viel Gepäck, sag mal. Einmal zum Strand. Da sind wir ja völlig geschafft, wenn wir ankommen. Schon vom ganzen Schleppen. Vom ganzen Schleppen. Grad heute. So, das muss alles mit. Was ist das? Spielzeug nehmen wir auch mit. Und hier unsere Handventilatoren. Die nehmen wir auch mit, ne? Hier? Hier. Die nehmen wir auch mit. Und die Kühltücher. Unsere mega coolen Kühltücher. Die kommen auch mit. Die hatte ich tatsächlich vergessen, die letzten Tage mitzunehmen. Und jemand hat mir in die Kommentare geschrieben, nimm doch einfach deine Kühltücher mit, wenn ihr unterwegs seid. Vielen Dank für die Erinnerung. Ja, 3 haben wir. So. Ja. 3 Kühltücher haben wir. Wichtig. Hier, deine Giraffe. Dann packe ich die schon mal ein, die Fächer. Dann schreibt mir mal bitte, ob ihr auch so viel Gepäck habt, wenn ihr an den Strand geht oder so. Also wir haben die Strandmuschel, die Wickeltasche für Livia. Hier ist sowas zum Aufblasen, damit kann Calvino spielen oder Livia kann man auch da drauflegen. Das muss Calvino gleich noch aufblasen, wir haben so eine elektrische Luftpumpe dabei.
Dann haben wir hier halt Handtücher. Das sind alles diese zum Rollen, diese Mikrofaserhandtücher. Jetzt die Kühltücher, die unsere Klimaanlagen. Ich werde sie nochmal unten verlinken in der Infobox, wer das noch nicht kennt. Und zwei diese Fächer. So, dann haben wir hier noch für jeden eine Kopfbedeckung, weil heute sind 35 Grad angesagt. Und eine große Decke, wo so der Sand durchfällt. Das ist extra so eine Stranddecke, weil heute gehen wir am Balaton da, wo auch Sand ist, damit die Morligong Morligong buddeln kann. Ne? Gehst du heute zum ersten Mal in den Balaton? Ja, das machen wir. Ja. Achso, und Essen kommt ja auch noch und Getränke. Das ist noch gar nicht dabei. Das kommt auch noch. Livia! Ja? Machen wir uns das gemütlich in der Strandmuschel mit Kühltuch und Fächer. Ja, machen wir. Daddy Gong hat jetzt noch schnell ein Frühstück gemacht. Danke. Machen wir hier Platz. Auch für Smurfy, auch mit einer Nudel. Der ist runtergefallen, der habe ich ineinander reingetan. Ja, danke für Frühstück. Hier sind noch die 1000 Forint. Tue ich gar nicht hin. Die wir gestern im Schwimmbad nicht gebraucht haben. Wir kriegen immer 1000. 1000 ist immer Taschengeld. Für ein Eis oder so. Aber wir haben kein Eis gegessen. Deswegen sind die übrig. Molly, du hast dich umgedreht. So, Calvino, aufstehen. Bringst du mein Portemonnaie mal ein bisschen mit? Wo ist das? Wo ist mein Nachtlicht? Wir sind schon auf dem Weg nach Fonjot und wir haben uns beschlossen, nachher Pizza zu bestellen. Mhm. Und haben wir uns beschlossen, nicht zu bestellen, zu holen. Und wir möchten gerne eine doppelte Portion Pilze. Mann, das ist voll schlecht einzufangen während der Fahrt. Jedenfalls wollte ich euch die Google-Übersetzer-App empfehlen. Damit könnt ihr euch live, während ihr im Restaurant sitzt, die Karte übersetzen. Mit der Kamera filmt ihr die Karte und dann steht das da auf Deutsch. Das ist sehr hilfreich, wenn man noch nicht weiß, was so Zutaten heißen. Also wir wussten jetzt zum Beispiel, was Pilze heißt, Gomba halt, aber wir wollten gerne doppelt Pilze haben. Und erst hatte ich nur doppelt Pilze gemacht, dann hieß das Ketösch, Gomba, aber das hätte auch einfach zwei Pilze heißen können. Deswegen haben wir besser doppelte Portion Pilze angegeben. Und das heißt das hier. Duplada Gomba. Genau. Das hört sich immer ein bisschen komisch an, aber egal. Mit dem Google-Übersetzer kommen wir sehr gut, sehr weit. Ne? Und was kostet die Pizza da? 2200 Forint, eine Riesen. Margarita 2190 und dann immer pro Artikel drauf mehr. 1 Euro mehr ungefähr. Auf einer ganzen Pizza, die ist riesig, die ist so groß wie ein Autoreifen, die Pizza. Ich würde da gerne Vega nehmen, weil da ist fast alles drauf, auch für 2500. Ah, okay. Weil da ist halt die Ananas drauf. Die Ananas. Das ist meine Pizza, ich mag immer Ananas. Aber dann würde ich die nehmen und dann runterfischen, die Ananas. Die könnt ihr ja bei mir draufschmeißen, ich esse gerne Ananas auf Pizza. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr auch gerne. Ich mag gerne Banane und Ananas auf Pizza. Spaghetti. Spaghetti auch. Aber Spaghetti ist noch so ein Ding, das mag eigentlich jeder. Also das würde jeder essen auf Pizza. Aber Ananas ist schon speziell. Strange. Da gehen schon Völker vor die Hunde. Da scheiden sich die Geister. Viele wurden gefüllt wegen Ananas-Pizza. Calvino hat das Kontinente gespalten. Apokalyptische Zustände wegen Ananas-Pizza. Der Zweite Weltkrieg ist wegen Hitler auf. Ja, klar. Hitler wurde wegen Ach, Bernd. Wurde wegen Ananas-Pizza geworden. Nein. Jetzt muss ich mit euch reden wegen dem Treffen. Wir haben noch nächste Woche Samstag ein Treffen anberaumt in der Facebook-Gruppe Deutschsprachige in Ungarn Freunde finden. Und ich hatte da eine Umfrage gestartet, noch als wir in Deutschland waren. Und wer halt, wie viele kommen und so. Und es hat sich jetzt herausgestellt, 20 bis 30 Personen im grünen Elefant nächste Woche Samstag, den 17.07. um 19 Uhr. Jetzt, diese Woche. Dann. Diese Woche ist das, genau. Und ich hatte da gestern oder vorgestern, egal, eine E-Mail hingeschrieben, dass wir 20 bis 30 Personen sind. Man weiß ja nie so genau, wie viele dann kommen und ob Hunde willkommen sind und so. Und dann hat die mich angerufen, die hat super Deutsch gesprochen, die Frau, hat aber gesagt, dass sie nicht garantieren kann, für 20 oder 30 Personen Essen gleichzeitig dann halt zu servieren. Dann habe ich gesagt, ist ja nicht schlimm, manche wollen vielleicht nicht essen oder so, oder
wir sind auch keine Familie oder so, ne? Manche kommen halt um 7, manche kommen erst um 7:30 oder so. Nee, sagt sie, das ist doof. Sie wird dann empfehlen ein Menü. Sie wird mir einen Link geben zu einer Seite, wo wir uns dann aus 7 oder so Menüs was aussuchen können. Dann habe ich gesagt, das ist aber total schwer, weil es werden ja auch fremde Menschen kommen, die dann einfach sagen, zum Beispiel, ich nehme Spaghetti Bolognese und die machen das dann fertig in dem Restaurant und dann kommen die doch nicht. Das ist ja voll doof. Deswegen wissen wir jetzt auch nicht. Ich habe auf Facebook in der Facebook-Gruppe nochmal gefragt, aber da kam nur die Antwort von Bernd und alle liken das jetzt. Was hast du gesagt? Dass wir dann halt im Notfall nur Getränke trinken. Und wenn es dann Essen gibt, dann kommt es halt zeitversetzt, dass wir jetzt nicht da mit Riesenhunger eingehen. Ja, genau. Und zu den Hunden hat sie auch gesagt, nachher vertragen die sich nicht, besser nicht. Weil viele kommen mit Hund. Keine Ahnung. Ja, da ist noch Hunde, wollen die ins Restaurant. Ja, ohne Hund geht bei uns gar nicht. Nee, wir bringen den auf jeden Fall. Und wir lassen den nicht im Auto. Wenn die dann sagt, geht nicht, dann hauen wir direkt wieder ab. Genau, aber ich warte jetzt ab, was auf Facebook gesagt wird oder geschrieben und dementsprechend würde ich dann buchen. Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung, wo man sonst hingehen könnte. Am besten wäre wirklich was nur mit Trinken und nicht mit Restaurant. Ja. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare. Auf eine Wiese und Kasten Bier. Hundestrand, ja. Aber dann viele haben auch keinen Hund, ne? Für die ist das dann doof. Ja, und ja. Wir müssen rumfahren, einen Hund hier auf der Straße suchen, adoptieren. Doch. Genau. Ist eingezäunt? Nein. Geh mal gucken. Soll ich ihn losmachen? Kein Zaun gesehen. Von mir aus. Ich geh gucken eben. Ja? Ja, bleib du hier. Was? Nimm den Hund mit. Ich nehm den Hund mit. Komm mit, Smurfy. Übers Wasser könnt ihr auf jeden Fall. Ja, der wird ja jetzt nicht kilometerweit schwimmen, um abzuhauen. Wir gucken. Also. Herrlich ist das hier. Oh, Smurfy. Kannst du gleich schwimmen? Oh, wie viele Muscheln hier sind, ne? Guck mal, wie schön. Oh, herrlich, das Wasser, wie klar. Hm? Das ist aber nicht eingezäunt. Da drin ist bestimmt ein Zaun in dem Grünen, oder? Aber der wird da nicht abhauen. Ich war letzte Mal auch mit ihm hier. Der haut nicht ab. Der haut ja, der geht ja zu den Etti. Der geht ja zu den anderen Hunden. Ich hätte Sauerhautparanoia, dass er abhaut. Komm, wir gehen jetzt dahin. Wir bauen auf und dann lassen wir ihn los. Ja, hier stinkt's echt. Hier steht das Wasser so. Ja, wir bauen jetzt mal auf. Komm, Smurfy. Komm. Wir haben jetzt 1.800 Forint bezahlt. 350 Forint ist ungefähr 1 Euro. Wir haben jetzt fürs Baby mitbezahlt. Die irgendwie berechnen die bei uns immer ein bisschen mehr. Jedes Mal, wenn wir hier sind, finden die irgendeinen Grund mehr zu berechnen. Eigentlich ist bis 6 Jahre freier Eintritt. Aber wir haben jetzt nichts gesagt. Hier ist fast gar nichts los. Letztes Jahr war es hier richtig voll teilweise. Irgendwie, entweder sind noch nicht so viele Urlauber da oder wegen der aktuellen Situation, dass es noch nicht so gut angelaufen ist. Egal, uns tun jetzt die 300 Forint nicht weh, haben wir nichts gesagt. Smurfy, komm, wir gehen mal zum Platz eben, dann kannst du gleich ohne Leine. Komm, Smurfy, komm, komm her. Bernd ist schon mit Livia im Wasser. Hallo. Was? Hier mit Zaun? Der wird nicht abhauen, der will hier spielen. Der war letztes Jahr auch ohne Leine hier. Wir können ja darauf achten, dass er genau nicht hingeht. Wenn er da hingeht, dann vorhin geht. Ja, jetzt bauen wir hier auf, unsere Brocken, oder? Ja, ich auch. Ich bin auch Deutsch, die auch. Ja, wir haben einen perfekten Platz, den ganzen Tag Schatten. Oh, Smurfy! Zeig mal, wie du ins Wasser gehst. Das ist so süß. Hey, gibt's nicht. Hey.
Smurfy, dann geh weg. Alles gut. Von wem ist das? Von euch? Ist das von euch das Spielzeug? Etty! Ja, du bist ein guter Schwimmer hier. Hi, oh! Hier, das ist eure? Ja. Er wollte sonst auch nicht. Irgendwie aber dann, seit diesem Jahr mag er Wasser. Ist aber auch schön hier für die Hunde, ne? Ja, für alle, ne? Genau, ganze Familie. Keiner wird ausgeschlossen. Das stimmt. Und dieses Jahr ist auch richtig schön leer hier, ja? Letztes Jahr war es leerer. Ja, wie soll ich dir die jetzt geben? Hol sie dir! Murphy! Schmeißen? Oh, guck mal! Guck mal, sind auf! Geh mit Carlino mit, Murphy! Er macht das auch noch, sonst immer voll Angst gehabt. Oh, fein! Das ist zu wackelig. Guck, oh, wie süß. Etty, er will da drauf. Murphy. Ja, jetzt auf einmal ist er ganz rattendoll. Machen gerade Essenspause. Also Livia hat schon. Und Bernd und Calvino sind jetzt, also direkt vor mir ist halt der Strand. Und die unterhalten sich da. Und Smurfy, der läuft die ganze Zeit hier so bei uns rum. Letztes Jahr war das eine Katastrophe. Die ist richtig groß, die Hundewiese hier, der Hundestrand. Ja. Und letztes Jahr ist er überall hingelaufen, nur nicht bei uns. Und heute ist ja wirklich sehr angenehm, dass er hier in unserer Nähe bleibt. Man ist halt nur hinterhergerannt letztes Jahr, die ganze Zeit. So, Smurfy, was hast du getan? Erzähl. Mal wieder aussieht. Der ist schwarz. Ja. Oh Mann, der war da im tiefsten Dickicht, wo kein anderer Hund hingeht, nur er. Er geht dahin. Ja. Und wir haben gerade Zuschauer getroffen hier. Nochmal ganz liebe Grüße. War voll schön, mal jemanden in echt zu sehen. Und ja, also wenn man schon so jahrelang immer schreibt in den Kommentaren und auf einmal jemanden echt sieht, das ist echt schön. Mach mal ein bisschen die Klimaanlage aus. So, der Strand ist jetzt für uns zu Ende. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal gevloggt habe. Hi, Molly, komm. Jedenfalls war es so, dass Murphy ja da in diesem Tümpel war, wo man auch nicht reinsehen konnte und wo man nicht reinkam und man überhaupt nicht sehen konnte, was er da macht. Geht's denn? Ja. Ist offen. Pass auf, ist voll am Down schon. Ja. Nochmal lecker am Rand davor. Sorry. Warte, Molly. Mhm. Hm? Warte. Am Rand sofort. Ach, scheiße. So. Jetzt. Ja. Was? Wasser oder so? Wasser? Ja. Ach, Livia. Hier ist was los, sag mal. Genau, Papa hat uns jetzt Eis geholt. Mhm. Wir haben 2:30. Also waren jetzt ein paar Stunden da. Mhm. Aber Smurfy war jetzt halt nur noch an der Leine. Die Hälfte muss ich jetzt essen. Die Hälfte musst du essen? Ja, vom Eis habe ich halt schon voll abgeleckt alles, weil das voll am Schmelzen ist. Ja, bei 35 Grad. Haben wir Tücher hier?
gezuckt. Nee, ich habe nur die Kamera genommen, weil ich wollte jetzt eben zu Ende vloggen. Es ist ja jetzt schon hier wieder eine Ewigkeit her, dass ich angefangen habe. Dann kam Eis. Dann, ach, alles Mögliche. Jetzt schläft die Molly da. Die chillt. Die ist voll müde. Die ist am Strand da einmal eingeschlafen. Am Hundestrand habe ich auch gefilmt, ja. Und dann, aber nach 5 Minuten ist sie wach geworden. Wir saßen halt so ein bisschen auf so einem Ameisennest. Bernd und ich wurden angepinkelt und das hat gebrannt wie Feuer. Ja, 10 Minuten, dann war gut. Dann war gut, aber die 10 Minuten waren enorm. Da wollte ich mir schon das Bein abnagen. Scheiße war das. Das tat richtig weh. Das hat was verschüttet gegangen. Der Etty, den habe ich gezeigt, wie der aus der Kloake rauskam und dass er dann nur noch an der Leine war. Alle Hunde, also es war schon wesentlich entspannter dieses Mal als letzte Mal. Ne? Er war wirklich artig. Man hat ihm gesagt, so Platz hier, leg dich hier hin. Da ist er auch meistens liegen geblieben. Natürlich ist er auch mal aufgestanden, hat geschnüffelt oder wollte zu einem anderen Hund hin. Aber letzte Mal ist er so ausgerastet, hat gebellt und gezogen und gejankt und oh mein Gott, das war fürchterlich. Und heute, ja, war wirklich schön. Jetzt haben wir noch was erledigt, was Geheimes. Und jetzt gehen wir noch eben einkaufen. Ja, was Geheimes. Und jetzt gehen wir eben was einkaufen, unser Hobby, weil wir haben noch nicht genug. Ja, weil wir auch, ne, uns nicht anpassen wollen, einen Wohnwagen. Genau. Deswegen kaufen wir dann ein extra viel. Wir haben so ein paar. Damit wir wegschmeißen können. Wir wälzen uns halt gerne in Essen. Wir haben so ein paar Kommentare bekommen zu unserem Foodhaul, weil wir so viel essen, so viel kaufen. Und wie macht ihr das, wenn ihr Wohnwagen habt? Dann geht das alles nicht. Und so. Aber jetzt geht's. Jetzt geht's doch. Deswegen machen wir es jetzt doch. Genau. Das wissen wir auch. Aber danke. Danke. Genau, und jetzt gehen wir kurz einkaufen und dann gehen wir zur Pension. 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 Und zum Essen. So, und zum Essen. Ich habe gerade den Bernd operiert. Fußamputation. Er ist reingetreten. Wo bist du überhaupt reingetreten? Überall. Am Strand, weiß ich nicht. Ja, egal, jetzt ist wieder, ja, bis gleich, rausoperiert mit der Pinzette. Da war aber gar nichts drin. Und wir haben Kekse gegessen, die nicht schmecken. Nee, wir waren nochmal im Planschbecken, was richtig schön warm war, also so badewannenmäßig. Gar keine Erfrischung, aber für Molly war das sehr schön. Hier ist es richtig heiß, also gefühlt 80 Grad. 80 Grad. Wir sind in der Hölle. Ja, wir hatten uns Pizza bestellt. Das hatte ich, glaube ich, schon am Anfang vom Blog erzählt, bevor wir nach Fonjord gefahren sind. Ja, und das war's. Eigentlich mehr haben wir heute gar nicht zu berichten, oder? Nein, genau. Ich wollte den Blog. Ja, das haben wir gehault, den Einkauf. Habe ich auch schon erzählt, dass wir noch einkaufen gehen, eben bitte? Ja, nur schon mal ankündigen, für die das interessiert. Ja. Gut, ihr Lieben. Lagerfeuer würde ich heute auch nicht machen. Das ist zu warm dafür. Macht keinen Spaß, dann da zu sitzen. Ne? Ötti. Ist auch am Hecheln. Macht er. Okay, ihr Lieben. Ich danke euch fürs Zuschauen und würde sagen, bis morgen. Tschüss.